Hallo und schönen guten Morgen. Hier ist der Christoph von Schnorr 58. Und ihr seht schon, ich habe hier den Bürgerkatalog und drei diese, wie soll ich sagen, City-Tools liegen. Das einfachste in dieser Bauart ist das City 1 mit einer Klinge. Bülker Plus steht drauf. Der Stahl ist top. 12C27. G10 Schalen. Hosenclip. Glasbrecher. Ein schönes kleines Messer. Von der Verarbeitung her super. Der Clip ist umsetzbar. Tipp up, tipp down. Wobei ich jetzt den Clip noch nicht mal unbedingt bräuchte. Aber es gibt ja sehr viele, die an so einem kleinen Messer auch einen Hosenclip haben möchten. Und der ist durchaus gelungen. Die Spannung ist nicht zu groß. Ein schönes, wie ich meine, kleines Messerchen. Wobei der Glasbrecher hier wohl, ja, wie soll ich sagen, überflüssig ist bei so einem kleinen Messerchen. Aber trotzdem ein schönes kleines Teil. Das soll wohl die Antwort auf das, Victorinox mit einer Klinge sein. Wie heißt noch dabei? Das Solo. G10 Griffschaden. Durchaus schönes, schönes, brauchbares kleines Messer. Hier haben wir nun das City 2. Von der Verarbeitung her gibt es da auch gar nichts zu meckern. Da gibt es keine Spalten. Die G10 Griffschalen sind Torx verschraubt. Das ist schon mal von Vorteil. Auch hier der Hosenclip und auf der Rückseite den Korkenzieher. Ich bräuchte ihn nicht, aber warum nicht? Hat auch die schöne hohlgeschliffene 12C27 Klinge, was von Vorteil ist gegenüber meinem Lieblingsmesser, dem Climber. Hat hier noch so eine Öse, um eine Kette dran zu machen. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Muss man nicht unbedingt haben, da das Messer einen Hosenclip hat. Als weitere Werkzeuge sind hier noch so eine Art Aufbruchklinge mit kleinem Schraubendreher. Wobei mich ein bisschen stört, dass dieser Schraubendreher nicht feststellbar ist. Also ich hätte da immer schon ein bisschen Angst, dass der, wenn ich zu viel Druck ausübe, zuklappt. Und des Weiteren ist noch dran ein Flaschenöffner mit Kabelabisolierer, was man ja auch von den Schweizern kennt. Durchaus schön verarbeitetes Messer. Auch hier wieder den Glasbrecher, was ich total überflüssig finde an so einem kleinen Messer. Nun denn, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Hier habe ich nun, da darf ich mich mal beim Wolfi vom Amazon Fan-Kanal bedanken, das hat er mir geschenkt. Ein wunderschönes, großes, richtig zum Vergleich mal mein Climber. Das hier hat noch ein Layer mehr. Hat auch diese schöne große Klinge aus 12C27. Ich finde es klasse, dass die Dinger hohlgeschliffen sind und sehr scharf. Hat auch den Hosenclip, der umsetzbar ist. Und auf der Rückseite den Korkenzieher und eine Stech- und Bohrade, die fast identisch ist mit der von Victorinox. Ist ein bisschen kräftiger.
Was haben wir noch dran? Auch den Glasbrecher, umsetzbarer Clip. Dann haben wir auch diesen Flaschenöffner mit Schraubendreher und Kabelabisolierer und auf der anderen Seite diese etwas gewöhnungsbedürftige Klinge. Nun, wer es braucht, wer es mag. Auch hier wieder diese Anhängeröse. Und zusätzlich hätten wir hier noch eine Säge, die wirklich top ist, rattenscharf, ein gelungenes Teil und dazu noch die Schere. Das ist ein ziemlich großes Gerät. Ich darf mal gerade beim Kleinbau gucken. Wenn man die mal vergleicht, also ist schon ein Mordsbrocken. Wie sie sich bewährt, muss ich zeigen. Auch hier wieder, was jetzt der Unterschied zu den anderen ist. Hier haben wir ein Carbonlaminat, was sehr gut aussieht. Wobei wir hier an den anderen G10 haben. Jo, sind alles top verarbeitete Messer. Wobei ich die in der Vitrinenliege habe und nicht nutze, da ich mehr so der Victorinox-Fan bin. Aber wunderschön verarbeitet. Da gibt es also gar nichts zu meckern. Schöne, brauchbare Messer von Böker, die City Tools. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.